Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backen mit Freunden hier bei Heiße Himbeeren. Mein Name ist Annelie und heute machen wir hier auf dem Kanal Einhorn-Cupcakes. Einhörner sind ja momentan so die Innentiere schlechthin und ich habe schon vor einiger Zeit auf meinem Blog Einhorn-Cupcakes gebacken und die kamen super an bei meinen Lesern und finden immer noch großen Anklang und deswegen dachte ich mir, es ist ein tolles zweites Video hier für den Kanal. Die Basis für die Einhorn-Cupcakes bildet ein Nutella-Haselnuss-Muffin. Und später kommt da dann ein Regenbogen-Frosting drauf und ganz zum Schluss dekorieren wir die Cupcakes dann, die Regenbogen-Einhorn-Cupcakes dann noch mit Augen und einer Nase und einem Horn und Ohren und ich finde, sie sehen super niedlich aus und jetzt zeige ich euch, wie es geht. So, los geht's mit einer großen Schüssel. Ihr könnt entweder die Küchenmaschine mit einem Rührelement verwenden oder ihr nehmt euer Handrührgerät. In die Schüssel kommen als allererstes 125 Gramm zimmerwarme, weiche Butter. Wichtig ist, dass die Butter nicht zu flüssig ist, aber sie sollte so sein, dass sie sich so schön verstreichen lässt, also so, dass sie auch fürs Butterbrot perfekt wäre. Kommen in die Schüssel. Dazu kommen 80 Gramm Nutella oder eine andere Haselnuss-Frühstückscreme. Das sind, was auch immer ihr da bevorzugt. Kommt auch rein. Dann haben wir zwei große Bio-Eier. Außerdem kommen in die Schüssel 80 Gramm gemahlene Haselnüsse und durch ein Sieb geben wir mit in die Schüssel 125 Gramm Mehl, 125 Gramm weißen Kristallzucker , 2 Esslöffel Backkakao, 1 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Natron und eine Prise Salz. Durch Sieb geben wir die Zutaten deswegen, weil sich dann einfach keine Klümpchen bilden und die Masse sich dann viel besser und lockerer aufschlagen lässt. So, ab damit in die Küchenmaschine oder eben mit dem Handrührgerät. Eine Minute zu einem cremigen Teig aufschlagen lassen und je nachdem, wie groß eure Eier waren, kann es sein, dass ihr noch einen Schluck Milch dazugeben müsst. Der Teig sollte am Ende fluffig, cremig, luftig sein und sich gut mit einem Löffel portionieren lassen. Jetzt sind alle Cupcake-Förmchen befüllt und jetzt geht es bei 170 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für 20 bis 22 Minuten. Am Ende einfach mit der Stäbchenprobe testen, ob sie fertig sind. Die Cupcake-Böden sind fertig gebacken und dürfen jetzt auch schon auskühlen. Bevor wir jetzt aber die Creme auftragen, stellen wir sie erst auf die Seite, weil wir müssen die Creme ja noch machen. Dafür kommt wieder die Küchenmaschine zum Einsatz. Ihr könnt auch hier wieder das Handrührgerät nehmen. Das ist eine Frischkäse-Sahne-Creme, die wir hier verwenden. Los geht's mit 300 Gramm Frischkäse. Milliliter Schlagsahne. 100 Gramm Puderzucker, 4 Esslöffel Sanapat. Das ist sowas ähnliches wie Sahnesteif, steift aber eben auch Quarkcremes und gibt es im Supermarkt in der Backabteilung Sanapat auch dazu. Eine kleine Prise Salz und Vanilleextrakt, ein Teelöffel voll. Und jetzt ab damit in die Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät so lange aufschlagen, bis die Masse schön cremig geworden ist. Sobald die Creme schön steif geschlagen ist, kommt sie
raus aus dem Rührgerät und wird jetzt, weil wir wollen ja schließlich eine Regenbogencreme draus machen, in 3 Portionen aufgeteilt. Zum Färben der Cremes habe ich jetzt hier so Pastenfarben. Die sind nicht so fest wie flüssige Lebensmittelfarben und deswegen braucht man auch nicht so viel, die sind konzentrierter. Und gerade wenn man so Cremes färbt, ist es immer ein bisschen gefährlich, wenn man da zu flüssige nimmt, dass dann die Konsistenz nicht mehr passt. Ich nehme jetzt jeweils einen Zahnstocher und gebe immer erstmal ein bisschen was dazu. Also für das Rosa werde ich jetzt so die Menge ungefähr erstmal nehmen. Die Farben sind jetzt fertig und gut, blau ist vielleicht ein bisschen dunkel geworden, aber ich bin zufrieden. Jetzt brauchen wir natürlich einen Regenbogen-Swirl und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe jetzt hier, ich zeige euch jetzt eine, die ich persönlich gern mag und die immer ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt hier 4 Einwegspritzbeutel. Einen heben wir auf, in den kommt gleich unsere Sterntülle und in die anderen 3 füllen wir jetzt jeweils eine der Farben. Ich habe wieder ein hohes Glas, Beutel rein und die Farbe einfüllen. Und jetzt ist es wichtig, damit ihr die Beutel gleich auch schön in den großen Beutel legen könnt, dass ihr die ein bisschen platt drückt, weil wenn ihr die jetzt so rund macht, dann kriegen wir die gleich nicht mehr in den großen Beutel. Die 3 Farben sind jetzt alle jeweils in einem Einwegspritzbeutel eingefüllt und etwas platt gedrückt. Als nächstes stecken wir die jetzt alle in den großen Spritzbeutel. Dafür schneide ich als erstes mal am großen Spritzbeutel eine Ecke ab vorne und stecke die Sterntülle rein. Als nächstes schneiden wir von den Farbbeuteln vorne auch jeweils eine Spitze ab und nehmen die und legen sie hier so in den Spritzbeutel, dass die abgeschnittene Spitze unten in der Sterntülle ist. Wenn ihr dann alle 3 Farben im Spritzbeutel habt, dann dreht ihr einfach oben zu und probiert einfach so lange aus, bis auch wirklich alle 3 Farben rauskommen vorne aus dem Spritzbeutel. Vielleicht müsst ihr noch mal ein bisschen nachjustieren an den Beuteln, aber hier hat man rosa, blau und gelb. Und jetzt holen wir unsere Cupcakes. Und los kann's gehen. Für den schönen Swirl halte ich den Spritzbeutel immer so 2 cm über 1 cm über dem Cupcake. Übe ein bisschen Druck aus, mache einen Haufen in der Mitte und gehe dann einmal, zweimal, dreimal nach oben. Die Regenbogen-Swirls sind jetzt fertig auf unseren Cupcakes. Sie wären jetzt auch so schon ganz wunderbare Regenbogen-Cupcakes, aber ich habe euch ja Regenbogen-Einhorn-Cupcakes versprochen. Deswegen geht es jetzt weiter an die Dekoration. Wir brauchen Marshmallows. Ich habe jetzt hier die bunten, die weißen gehen aber genauso. Schokolinsen in rosa und weiß und Süßigkeiten, die sich für die Hörner eignen. Ich habe jetzt hier die weißen Mikado-Stäbchen, geht aber auch alles andere, was wie ein Hörnchen aussieht. So. Und außerdem brauchen wir essbare Farbstifte, also essbare Filzstifte. Ganz wichtig, dass sie essbar sind, also keinen Edding nehmen, weil die sind giftig, aber die hier, das sind so Lebensmittelmarker. Und damit malen wir jetzt auf 24 weiße Schokolinsen jeweils eine Pupille. Für die Nasen der Einhörner nehmen wir einen Marshmallow. Malen da 2 Nasenlöcher drauf. Einmal
zweimal. Und mit einem roten oder einem pinken Lebensmittelstift, oder ihr könnt auch einen schwarzen nehmen, wenn ihr nur einen schwarzen habt, malen wir hier einen kleinen Mund. So, vor mir liegen 12 Paar Augen und Nasen und jetzt machen wir aus unseren Regenbogen-Einhorn-Cupcakes, und der Einhorn-Dekoration Regenbogen-Einhorn-Cupcakes. Dafür nehmt ihr einen Cupcake, setzt die Nase hier unten rein, legt 2 Augen drauf. Nehmt 2 rosa Schokolinsen und steckt die hier seitlich so rein. Das sind dann die Öhrchen von unserem Einhorn. Und das Mikado-Stäbchen brecht ihr ungefähr in der Mitte durch und steckt es in den Cupcake. Und das ist unser erstes Einhorn. Das Ganze machen wir jetzt noch 11 Mal. Fridolin, Elvira und Michael sind fertig. Unsere lustige Einhornherde, die 12 Stück, klupschen mich hier ganz erwartungsvoll an. Ich finde, sie sind ganz toll geworden. Es hat wieder Spaß gemacht, sie zu machen. Ist ja schon eine Zeit her. Ich hoffe, euch hat das Video auch gut gefallen. Probiert die Einhörner aus, schreibt mir eure Meinung dazu, Anregungen, Tipps, was ihr von Einhörnern haltet. Vielleicht auch. Wäre mal eine Diskussion wert. Genau, ab nächste Woche Donnerstag gibt es wieder ein neues Video hier auf dem Kanal, wie immer. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und drückt auch auf die kleine Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich auf nächste Woche. Habt noch einen ganz schönen Tag, ihr Lieben. Bis bald, ciao! So, wie isst man ein Einhorn?